Keiner verlangt von den Muslimen, dass sie die ganze Zeit nur in der Moschee sitzen, Koran vor ihnen haben und lesen nur Koran und bleiben nur in der Moschee. Und die machen nichts im Leben, außer beten, fasten, Zakat. Keiner hat das von den Muslimen verlangt. Und kein vernünftiger Alim, Gelehrter, verlangt von ihnen sowas. Aber wir sagen ihnen, mach für deine Religion und lebe dein Leben. Sei realistisch im Leben und sei gläubig und verbinde beide zusammen. Und es gibt keinen Widerspruch zwischen den beiden. Nicht, dass man dann, ja, jetzt habe ich Mathematikprüfung und ich muss Koran lesen. Ja, lies mal Koran, dein Koran. Zum Beispiel, du sagst jeden Tag, ich lese eine halbe Stunde Koran. Lies deine halbe Stunde Koran und lerne Mathematik und geh spiel Fußball und lies dir etwas, diskutiere. Kein Problem. Wir sind nicht Leute, die nur in ein... Wir haben kein Kloster. Und wir haben auch kein Zölibat im Islam, ja? Aufpassen. Wir sind normale Menschen. Aber natürlich, man macht aus den Muslimen etwas Horror, Terror, damit die Leute den Islam nicht lernen. Wallahu ta'ala ala wa sallam.